Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real und Digital. Mein Name ist Roger Hasler und in einer der letzten Folgen habe ich euch schon mal ein Airbrush-Gerät vorgestellt mit Kompressor, ja, was so eine Einheit verbindet und man kann es halt batteriebetrieben halt überall einsetzen. Und von der Firma Sino Airbrush gibt es jetzt wieder eine Weiterentwicklung und zwar das TM80S Modell. Das hat also nochmal deutlich mehr Druck. Also wir liegen hier bei 30 PSI, das sind ungefähr 2 Bar. Und ich finde, das vor allem das Besondere daran ist, dass ich nicht nur das beiliegende Airbrush-Gerät nutzen kann, sondern ich kann hier jegliches Airbrush-Gerät draufschrauben. Das ging vorher nicht. Und so könnt ihr also auch euer Lieblings-Airbrush geht einfach draufschrauben. Sei es eine Evolution, eine Iwata, was auch immer. Ihr könnt es einfach oben draufschrauben. Ihr braucht halt diesen 8 Zoll Anschluss. Und ja, wenn einem das Ganze zu schwer ist, das ist also auch kein Problem. Da liefert Sino Airbrush einen Schlauch mit einer Kupplung hier, mit so einem Adapter. Und so kann man sich dann halt diesen Kompressor in die Hosentasche stecken und dann ganz locker leicht mit seinem eigenen Airbrush-Gerät halt das machen, was man möchte. Ja, Einsatzzweck, das ist natürlich sehr, sehr vielseitig und hängt natürlich an euren Wünschen dementsprechend ab. Also ich persönlich nutze es gerne bei Ausstellungen zum Beispiel, um Sachen noch von Transportschäden zum Beispiel zu korrigieren. Das ist also äußerst praktisch, aber ihr könnt halt mit diesem Druck halt auch Illustrationen anfertigen, ja. Das gucken wir uns gleich nochmal ganz genau an. Es geht aber auch im Lebensmittelbereich oder Make-up-Bereich sehr, sehr gut, ja. Also das ist wirklich super für Make-up zum Auftragen, weil man da halt wirklich flexibel ist. Aber auch wenn man mal irgendeinen Keks bemalen möchte und kann jetzt nicht den großen Kompressor mitschleppen, ist das hier wirklich halt eins der besten Wahlen, wenn man halt auch nicht ganz so lange vielleicht sprühen muss, ja. Also preislich liegt das Gerät bei ungefähr 79 Euro, je nach Tageswert, Import und so weiter. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, wir schauen uns jetzt mal in den nächsten Minuten das Gerät einfach an und ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's aber endlich los. Film ab!
Thank you.